she comes a girl. There she goes, you'd not go. Watch your time. Herzlich willkommen bei den Möbelmacherinnen unter Grumbach, direkt neben Heißburg im Nürnberger Land. Wir wollen Sie heute zum Newsletter 118 einladen, und zwar zum Tag der Küche aus Massivholz am 26. September, also am Samstag, ja, von 10 bis 17 Uhr. Wir werden das erste Mal in unserer neuen Showküche aus Eiche kochen. Das heißt, eigentlich ist es nicht unsere, eigentlich gehört sie ganz lieben Kunden, die jetzt im Moment anfangen, ihr Haus umzubauen. Sie können sich an diesem Samstag unsere Küchenproduktion anschauen, sich aber auch von unseren Kunden Bernd Müller und Elke Böhne in die Geheimnisse des Sous-Vide-Garns einführen lassen, also in das Vakuumieren von Lebensmitteln und das anschließende Garen im Wasserbad oder im Dampfgarer. Und weil dafür zusätzliche Informationen ziemlich hilfreich sind, verlosen wir 3 Sous-Vide-Kochbibeln von unserem Freund Hubertus Tschirner unter unseren angemeldeten Besuchern, also quasi als Dank dafür, weil sie uns die Planung und den Lebensmitteleinkauf durch die Anmeldung so erleichtern. Aber natürlich wollen wir auch mit unseren neuen Fotos und Videos von Küchen Appetit machen. Wir zeigen eine tolle Küche aus Elsbeere, und diejenige, die sich die Eltern nicht vom Christkind, sondern die Eltern des Christkinds wünschten. Einen super Nussbaumtisch mit stabilen Stühlen wollten wir Ihnen eigentlich zeigen, aber unser Profimodell Philipp Engelmann lenkt die Frauen da schon sehr stark von der Schönheit des Holzes ab. Professor Klöcker erklärt, warum nur Massivholz zu den ehrlichen Materialien für Möbel gezählt werden kann. Und Diana Burkel zeigt in der Kocheinrichtung Nummer 6 ganz raffinierte Verwendungsweisen von Tomaten. Einige Sessel- und Sofamodelle sind in der 15% Klassik-Aktion, und wir würden uns riesig freuen, wenn Sie am Samstag, den 26. September, nicht nur besuchen, sondern sich einfach per Telefon, Mail, Kommentar, WhatsApp oder Twitter anmelden. Wir können besser planen, und Sie können ein wertvolles Kochbuch gewinnen. Bis dann!